بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, liebe Gäste, herzlich willkommen zu dem Vortrag von heute. Das Thema, was ja angegeben worden ist, ist ja, warum Islam? Ich denke, dass es eigentlich relativ schwierig ist, für das Thema, warum Islam, das richtige Thema zu finden, oder man hat vielmehr die Qual der Wahl. Denn für mich persönlich als Muslim, der vor 6 Jahren zum Islam übergetreten ist, der vorher evangelisch gewesen ist, gibt es sicherlich tausend und einen Grund, den Islam anzunehmen. Ich denke, dass es wahrscheinlich sehr wichtig ist, gerade auch für die Nicht-Muslime und auch für die Muslime, ein Grundkonzept, die Grundbotschaft des Islam zu verstehen. Und darauf wollte ich heute eingehen, weil ich denke, dass das vielleicht für uns alle einen Nutzen bringen wird. Und das ist das Thema von der Einzigkeit bzw. der Einzigartigkeit Gottes. Und dies wollte ich insbesondere mit einer Sure im Koran erklären, die wir wahrscheinlich die meisten Muslime kennen. Das ist die Sure Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ich hoffe, dass das die Nicht-Muslime, also ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass das einige dazu anregen wird, sich intensiver mit dem Islam zu beschäftigen, eine Tür zu öffnen, einen Eindruck zu gewinnen und für die Muslime natürlich, um ein tiefgründigeres Verständnis zu bekommen. Versteht man hinten alles? Versteht man gut, ja, wunderbar. Als allererstes, dass die Worte, die ich gerade losgeworden bin, diese Worte auf Arabisch, sicherlich für die meisten Muslime ist das sehr bekannt, aber vielleicht sollte ich es da auch nochmal übersetzen, aber sicherlich für viele Nicht-Muslime sehr ungewöhnlich. Ich habe damit angefangen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. seine Reden angefangen hat. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat seine Reden üblicherweise mit einigen Versen aus dem Koran eröffnet, wie zum Beispiel der Vers, O ihr, die ihr glaubt, also die sinngemäße Übersetzung, fürchtet allein geziebener Furcht und sterbt nicht anders denn als Gott ergebene. Und dann einige andere Verse, bis er am Ende sagt, und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und der gewaltige Gewinn oder der gewaltigste Gewinn, den wir erlangen können, ist, dass wir aus diesem Leben verscheiden und ins Paradies gehen. Die ewige Glückseligkeit und zur selben Zeit der Hölle entkommen. Das ist unser Ziel. Darum geht es heute, darum geht es sowieso. Und das sollten wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Danach hat der Prophet s.a.w. üblicherweise einige Worte losgelassen, worin es heißt, das wahrste Wort ist das Wort Allahs, das heißt der Koran, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung vom Prophet Muhammad s.a.w. Und das übelste aller Dinge sind die Erfindungen in der Religion, denn jede Erfindung ist eine Erneuerung in der Religion. Also das heißt Erfindungen in der Religion, nicht, dass jetzt jemand denkt, Auto oder so wäre verboten, sondern es geht um Erfindungen in der Religion. Und jede Erneuerung in der Religion ist eine Irreführung und jede Irreführung führt ins Feuer. Das Thema,
Wie ich schon gesagt habe, von heute ist die Sura Al-Ikhlas, das heißt die Aufrichtigkeit, eigentlich Al-Ikhlas. Die Sura selber, Sura heißt Kapitel vom Koran, wird auch Tawhid genannt, Suratul Tawhid. Übersetzt, Kul hu Allahu ahad, sprich er allein, er Allah ist ein einziger, Allahu Samad, Allah, er ist der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lem yelid wa lem yulad, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Das ist das Thema, diese Sure kurz anzusprechen. Ich denke, die meisten Muslime können diese Sure auswendig. Als allererstes, welche Bedeutung hatte diese Sure, dieses Kapitel vom Koran für die meisten Muslime in der damaligen Zeit? Wir haben Berichte von Leuten, die in jedem Gebet, authentische Berichte, diese Sure gelesen haben. Obwohl sie vielleicht viel vom Koran auswendig konnten, aber in jedem Gebet haben sie diese Sure gelesen. Woran lag das? Sure heißt, wie gesagt, Kapitel vom Koran für die Nicht-Muslime. Einer wurde gefragt, er ging auf eine Raswa, auf einen Kriegszug und hat die Menschen im Gebet geführt. Und er hat jedes Mal diese Sure vorgelesen. Das heißt, wenn wir im Gebet stehen, es gibt spezielle Texte, die man also auswendig können muss. Ja? Dazu gehört beispielsweise Surah Al-Fatiha, also es ist nicht so schwer, das ist die Eröffnungssure vom Koran und einige Texte. Also das kann man ganz leicht lernen, nicht, dass jemand als Nicht-Muslim jetzt denkt, oh wei, da muss ich ja perfekt Arabisch können. Nein, nein, das sind kleine Teile. Aber im Gebet fängt man an beispielsweise mit der Surah Al-Fatiha zu lesen und danach liest man üblicherweise, das ist eine Sunna, muss nicht, ist keine Pflicht, liest man üblicherweise ein Kapitel aus dem Koran. Ja, und dieser Gefährte hat auf diesem ganzen Kriegszug hat er immer wieder diese Sure gelesen. Und nachher wurde er gefragt, was hat ihn dazu gebracht, diese Sure jedes Mal wieder vorzulesen? Was hat ihn dazu gebracht? Und er sagte, dieses Kapitel vom Koran beschreibt den Allerbarmer. Ar-Rahman, das ist ein Name von dem allmächtigen Gott. Und ich liebe dieses Kapitel. Ich liebe das, diese Beschreibung vom allmächtigen Gott vorzulesen. Und daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu." Berichte ihm, sagt ihm, dass Allah ihn liebt. Das heißt, dass er dieses Kapitel vom Koran geliebt hat, war für ihn der Grund, dass Allah ihn liebt und diese Liebe nochmal bestätigt. Deshalb sagen wir uns als Muslime und auch als Nicht-Muslime, was steckt dahinter? Was steckt dahinter, hinter dieser kleinen Sure, hinter diesem kleinen Kapitel? Vier Verse. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ein anderer Gefährte hat auch immer diese Sure vorgelesen im Gebet. Hat auch gesagt, weil ich diese Sure liebe. Und einige haben gedacht, das wäre zu wenig, was er dort liest. Das ist doch zu wenig, weil es gibt im Koran beispielsweise auch Großkapitel. Ich habe gerade gesagt, dieses Kapitel hat vier Verse. Die größte Sure beispielsweise hat 286 Verse. Ja, und da kann man stundenlang lesen. Das heißt, er hat dieses kleine Kapitel gelesen und die Leute haben gedacht, die anderen Gefährten, das ist zu wenig. Warum so wenig? Und daraufhin sagte der Prophet innaha la ta'dilu thuluth al-Quran. Dieses Kapitel ist wert, kommt gleich einem Drittel des Korans. So ein kleines Sure, so ein kleines Kapitel und ein Drittel des Korans. Jetzt könnte sich natürlich jemand sagen, ja, wunderbar. Da kriegt man ja guten Lohn. Der Prophet hat auch gesagt, wenn jemand den Koran liest, dann kriegt er für jeden Buchstaben eine gute Tat und jede gute Tat sind 10 gute Taten und jeder Buchstabe ist eine Tat. Ich sage nicht Elif, Lam, Mim, das sind die arabischen Buchstaben, ist eine gute Tat, sondern ich sage Elif, das ist der erste Buchstabe, wie zum Beispiel im Deutschen A oder im Griechischen Alpha, ja, ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe, Mim ist ein Buchstabe. Dann sagt er sich, ja super, dann lese ich die Sure dreimal oder ist das so, als wenn ich den ganzen Koran gelesen habe. Einige Leute brauchen einen ganzen Monat, um den Koran durchzulesen. Ich mache das in 2 Minuten.
Wer hat gestoppt? War noch weniger als 2 Minuten. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern was ist damit gemeint, mit dem das ein Thuluth, ein Drittel des Korans ist? Was damit gemeint ist, ist, dass dieses Drittel des Korans, wenn wir den Koran betrachten, besteht der Koran grundsätzlich aus 3 verschiedenen Themen. Das erste Thema ist das, was in dieser Sure beschrieben wird, die Einzigkeit, die Einzigartigkeit, die Einheit, der Ein-Gott-Glaube im Islam, die Einzigartigkeit Gottes. Das ist ein Drittel ungefähr des Korans. Das andere Drittel sind Qissas, das heißt Geschichten, Prophetengeschichten von Moses, von Isa. Isa heißt, ist uns, als, also ist er in den europäischen Breiten als Jesus bekannt, ja. Von Abraham, von den ganzen Propheten. Das ist ein Drittel. Und ein Drittel Ahkam, Regeln. Fasten, beten, was ist verboten, was ist erlaubt, was darf man nicht. Daher ein Drittel vom Koran. In dieser kleinen Sure wird ein Drittel, die Einzigkeit, die Einzigartigkeit Gottes, das stärkste Element dieses Glaubens, das worum es geht in diesem Leben, wird zusammengefasst in 4 kurzen Versen. Und das ist ein Wunder von den Wundern des Korans eigentlich. Ich meine, einige werden vielleicht sagen, ja, was Wunder. Aber das zeigt uns, wie in so kurzen Versen, in 4 Versen, wie Allah es schafft, das ganze Konzept vom Ein-Gott-Glauben im Islam uns deutlich zu machen. Jetzt, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass der Prophet Sassan diese Sure auch nach jedem Gebet nochmal gelesen hat. Weil wenn man sie liest, das ist ein Schutz vor bösen Einflüssen, vor bösen Augen und so weiter. Und wenn er abends ins Bett ging, hat er seine Hände genommen, hat so gemacht und hat dann diese Sure gelesen und danach Kullu a'udhu bi rabbil falaq, Kullu a'udhu bi rabbil nas und hat sich damit über den ganzen Körper, so wie er konnte, also über den ganzen Körper gestrichen. Das nur für, auch für die Muslime, die das vielleicht nicht wissen, bevor er ins Bett gegangen ist. Alhamdulillah. So, er sagt ja, wie gesagt, ein Drittel des Korans, Surat al-Ikhlas, ja, es geht nicht um den Tauhid, es geht nicht um den Lohn, sondern es geht um den Sinn, um die Themen, die im Koran sind. Ja. Bevor ich anfange, die Sure zu erklären, wollte ich noch einige kurze Sachen erwähnen, die vielleicht auch für uns sehr nützlich sind und vielleicht auch Interesse wecken bei den Nichtmuslimen. Allah sagt im Koran, sinngemäß in Sure 16, Vers 98, wenn ihr den Koran lest, dann nehmt dann vor Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Das heißt, der Koran ist das einzige heilige Buch, wo man aufgefordert wird, bevor man es liest, vor dem Satan Zuflucht zu nehmen. Woran liegt das? Das liegt daran, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 2, sagt er, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt als allererstes, an diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Das heißt, der Koran ist rein 100% Wort für Wort das Wort des allmächtigen Gottes. Nicht eine Kombination von beidem, ein bisschen Menschenwort, ein bisschen Gotteswort, sondern 100% Gotteswort. Und es gibt keinen Zweifel an diesem Buch. Jedes Buch, was man beginnt zu lesen, Vorwort. Ja, für eventuelle Fehler bitten wir Sie, uns eventuell zu kontaktieren, damit wir es verbessern können, falls Sie irgendwie anderer Meinung sind. Der Koran fängt an, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Was ist das? هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und deswegen suchst du, bevor du anfängst zu lesen, suchst du Zuflucht bei dem verfluchten Satan. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der sicherlich schon vielen Muslimen aufgefallen ist. Ist einem schon mal aufgefallen, wir als Muslime nehmen uns vor, jeden Tag etwas vom Koran zu lesen. So, dann fängst du beispielsweise nach dem Fajr-Gebet fängst du an zu lesen. Du warst eben noch topfit gewesen, fängst an zu lesen. Auf einmal,
wirst du müde. Die Augen fallen auf einmal an, fangen an zuzufallen. Das ist bestimmt schon so vielen hier vorgekommen, die sind zugestoßen. Warum? Weil das ist ein Mittel, wie die satanischen Kräfte dich versuchen, die von dem Koran abzuhalten. Deswegen suchst du Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Du fängst an zu lesen, du wirst müde. Und vielen ist das vielleicht auch im Gebet passiert. Man will lesen, man möchte ein großes Kapitel vom Koran lesen. Auf einmal, die Leute stellen sich zum Gebet auf. Qad qamat is-salatu, qad qamat is-salatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zweiter Rakat, zweite Gebetseinheit, die Leute kommen hoch. Siehst du alle am Gähnen. Warum? Das satanische Kräfte, die versuchen dich abzulenken. Deswegen nimmst du vorher Zuflucht vor dem gesteinigen Satan. Das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Zum Beispiel, aber warum haben wir keinen Nutzen von dem A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigen Satan. Weil das nicht so richtig vom Herzen kommt. Das ist wie so ein Etikett, ja? So muss man anfangen zu lesen. Aber kommt nicht vom Herzen, dass du dir sagst, ich muss jetzt wirklich Zuflucht nehmen bei Allah vor dem gesteinigten Satan, vor dem verfluchten Satan. Das nun mal für uns zur Erinnerung. Ja, dann sagt er, Hudellil Muttaqin. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, der Koran ist nicht für jeden eine Rechtleitung. Es gibt natürlich Rechtleitung. Wir unterteilen die Rechtleitung sowieso in zwei Arten von Rechtleitung. Rechtleitung von Irshad. Das heißt, was dich auf den richtigen Weg leitet. Ja? Das heißt, der Weg ist so, der Prophet Mohammed, seine Rechtleitung ist Rechtleitung von Irshad, vom Zeigen. Das heißt, alles, wo er hinzeigt, ich meine jetzt nicht, wo er hinzeigt, sondern er sagt zum Beispiel, tu dies, tu das. Das ist alles eine Rechtleitung, die den richtigen Weg zeigt. Aber dann gibt es Rechtleitung Taufiq, das heißt, die Huda von Taufiq, das ist, wirst du diesen Weg auch gehen? Und diese Rechtleitung ist von Allah. Diese Rechtleitung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Weil manche Leute haben sich vielleicht schon mal gewundert, im Koran steht, O Prophet, du leitest nur einen geraden Weg. Und an anderer Stelle steht beispielsweise, du leitest nicht den, wen du willst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Das sind diese zwei Arten von Rechtleitung. Hier ist auch gemeint, die Rechtleitung vom Erfolg. Derjenige, der hierdurch recht geleitet wird, ist derjenige, der gottesfürchtig ist. Und ich habe, subhanallah, von einem großen Daya, der wirklich viel Dawa gemacht hat, der hat damals mit den Amerikanern eine Geschichte von ihm gehört, der hat damals im ersten Golfkrieg Dawa gemacht mit den amerikanischen Soldaten, die in Saudi-Arabien stationiert waren. Da sind 8000 amerikanische Soldaten Muslime geworden. Das haben die meisten nie von gehört. 8000 Mann sind damals Muslim geworden. Und er hat seine Geschichten erzählt. Und er erzählt seine Geschichte. Also er ist kein Amerikaner, er ist selber Kanadier. Ja? Und er hat erzählt, sie haben einen Standort aufgebaut mit islamischen Büchern. Und es gab einige Leute, die sind reingekommen, haben sich eine ungefähre Übersetzung der Bedeutung gekauft, sind nach Hause gegangen, kamen nach einer Woche wieder und haben gesagt, ja, wie wird man Muslim? Warum? Weil diese Leute haben schon eine Gottesfurcht gehabt, eine Frömmigkeit. Aber er sagt selber, ich glaube, er war vorher Kommunist gewesen, und er sagt selber, ich glaube mir, wie ich angefangen habe, mich mit Islam zu beschäftigen, mich hätte der Koran nicht recht geleitet, in dem Sinne. Ja, von Taufik, vom Erfolg her. Warum? Weil er sagt, in dieser Zeit habe ich die Existenz Gottes verleugnet. Das heißt, mich hat das nicht interessiert. Ich habe den Koran aufgeschlagen, hat mir nichts gegeben. Und subhanallah, das ist das, was wir in unserer Jola, in unserem Rundgehen, wir gehen ja von Stadt zu Stadt, in die Schweiz, und alhamdulillah, und wir treffen immer Leute, die zum Islam gekommen sind. Und wir treffen immer wieder Leute, die erzählen, ich habe den Koran gelesen, ich bin sofort Muslim geworden. Ich kenne einen, der hat den Koran einmal gelesen. Nachdem er den gelesen hat, die letzte Seite, ist er sofort losgegangen und hat gesagt, wie kann ich Islam annehmen? Subhanallah, sogar die Übersetzung. Und andererseits findest du Leute, die lesen den Koran, der bringt ihn nur weg. Der bringt ihn noch weiter weg davon. Subhanallah, warum? Es liegt an diesem Wort für die Gottesfürchtigen. Und er sagte, dieser Sheikh, dieser Daya, dieser Prediger, sagte, weil ich in dieser Zeit, ich war ein Kommunist gewesen, ich habe die Existenz Gottes verleugnet,
Mir hat das nichts gebracht. Ich habe da einmal reingeguckt, zugemacht. Was ihm etwas gebracht hat, war ein Buch, Islam, die missverstandene Religion. Weil in diesem Buch ging es um Islam und also die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem im Islam, das soziale System im Islam. Und er hat dies verglichen, und das wurde in diesem Buch verglichen mit Kommunismus, mit Christentum und so weiter. Und er hat dies verglichen mit seinem System, von dem er überzeugt war, Kommunismus, und hat gesagt, hat erkannt, dass das System von Islam bezüglich Wirtschaft, bezüglich Gemeinschaft sind, dem Kommunismus weit überlegen ist. Und dadurch hat, weil er von dieser Sache überzeugt war, hat er sich dann näher mit dem Koran beschäftigt. Und dann ist er im Endeffekt dann, Alhamdulillah, Muslim geworden. Nur das nur kurz als eine Tanbih, als eine, um uns aufmerksam zu machen. Ja? Jetzt kommen wir zu der Sure, Kul Hu Allahu Ahad. Sprich, er, Allah, ist ein Einziger. Kul Hu Allahu Ahad. Warum sagt Allah hier, sprich? Wie ist das zu verstehen? Wir müssen wissen, wenn wir den Koran lesen, auch für die Nicht-Muslime hier, der Koran ist ein Buch, was sicherlich sehr ungewohnt ist für die meisten Nicht-Muslime und auch für Muslime, sehr ungewohnt zu lesen. Warum? Weil im Koran, das ist das Wort Gottes, und Gott redet in verschiedenen Formen. Er redet beispielsweise einmal, spricht er den Propheten Muhammad s.a.w. direkt an. Einmal spricht er die Gläubigen an. Einmal spricht er die Ungläubigen an. Einmal spricht er in erste Person Plural, das heißt Wir-Form. Viele Leute sind verwirrt, warum sagt Allah wir? Meint er sich und die Engel? Nein, Allah spricht von sich selber. Dies ist in den semitischen Sprachen wie Arabisch oder Hebräisch oder Aramäisch bekannt. Wir kennen es sogar aus unseren Sprachen, aus dem europäischen Kulturraum. Wenn zum Beispiel eine Königin oder ein Präsident etwas sagt, dann sagt er, wir haben beschlossen, die Straße zu bauen, beispielsweise. Und er meint damit aber nicht wir, eine Verbindung mit anderen Leuten, sondern er meint damit sich selber. Das heißt, das ist manchmal im Koran für einige Leute etwas schwierig zu verstehen, weil das ungewohnt ist. Zum Beispiel die erste Sura fängt an, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Ar-Rahmanirrahim. Allah spricht in der dritten Person über sich selber. Der Allerbarmer, der Barmherzige. Maliki Yawmiddin, der Herrscher am jüngsten Tag. Dann wird die Person gewechselt auf die Gläubigen. Er sagt das, was die Gläubigen praktisch sagen sollen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dich alleine beten wir an und dich alleine bitten wir um Hilfe. Dann ihdina as-sirata al-mustaqim. Sagt er, ihdina as-sirata al-mustaqim. Das, was wir jeden Tag im Gebet sagen. Führe uns, oh Allah, führe uns den geraden Weg. Welchen Weg? Den Weg derer, den du Gnade erwiesen hast, nicht derer, die Zorn erregt haben und die irre gehen. Beispielsweise, warum? Warum wird so gesprochen? Weil das ist in der arabischen Sprache, das nennt sich Iltifat in der Balera, in dieser Rhetorik in der arabischen, weil das bringt dich zum Nachdenken. Du musst immer aufmerksam sein, wenn du liest. Worum geht es jetzt? Aha, auf diese Art und Weise. Nur für denjenigen, der sich mit dem Koran beschäftigen will, ich denke, sicherlich einige werden vielleicht mal interessiert sein, auf Deutsch eine ungefähre Übersetzung zu lesen. Das schon mal als kleiner Tipp. Jetzt sagt er hier, Kul, sprich. Also Mohammed soll sprechen. Und natürlich ist Mohammed unser Vorbild. Und dann sagen wir, wir sprechen auch. Wir sollen auch mit den Menschen dieses Wort verkünden. Wir sollen auch dieses Wort zu den Menschen verkünden. Worum ging es hier? Die Mekkaner haben gefordert, dass Gott beschrieben wird. Und Allah hat offenbart, sprich Mohammed. Und so sehen wir viele Verse im Koran, wo gesagt wird, sie fragen dich nach dem und dem, und dann sagt er, sprich. Sie fragen dich nach den heiligen Monaten, sprich. Sie fragen dich nach dieser Sache, sie fragen dich nach... Und dann wird der Prophet aufgefordert, er kriegt die Antwort von Allah, sprich. Es ist so und so und so, auf diese Art und Weise. Und hier ist es so, sie haben gefragt nach dem Konzept von Gott, und er sagt, Kul, huwallahu ahad. Er ist Allah, ein Einziger. Er sagt nicht, Allah ein Gott, ein Einziger. Weil das ist ein feiner Unterschied. Weil in vielen Übersetzungen steht einer, er ist Allah einer. Nur ich kann sagen, ja, ich habe hier eine Flasche, aber da hinten habe ich auch eine Flasche. Aber wenn ich sage, ein Einziger, heißt es, ist keiner mehr daneben. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Und der Koran ist in diesen Dingen sehr genau von der Sprache her. Kul huwallahu ahad. Er ist allein einziger, einzigartig. Einzigartig in seinen Charakteristiken, einzigartig in seinen Attributen, einzigartig in seinen Taten. Das ist der allmächtige Gott. Und alleine dieser Vers, der sagt schon so viel aus, der reicht eigentlich schon. Was, aber es wird danach noch, danach wird die ganze Sache noch etwas verdeutlicht. Ja? Einzigartig in seinen Charakteristiken, einzigartig in seinen Attributen, einzigartig in seinen Taten. Einzigartig. Einer, einzig. Dann geht er weiter und sagt, Allahu Samad. Und Samad heißt eigentlich, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Das heißt, wir sind alle, egal welche Schöpfung du nimmst, egal ob du einen Präsidenten nimmst, ob du einen Bettler nimmst, ob du einen Wal nimmst, den König der Tiere, wie man sagt, den Löwen nimmst, alles sind abhängig. Du brauchst Futter, Nahrung, Sonne, Sauerstoff. Man könnte 1000 Sachen aufzählen, die jeder Einzelne oder die jedes einzelne Geschöpf braucht. Aber er sagt Samad. Nichts ist ihm ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Das heißt, wenn wir Abhängigkeit haben und du brauchst etwas, an wen musst du dich wenden? An Gott. Selbst wenn wir vielleicht zu irgendjemandem gehen und sagen, ja, ich brauche etwas zu essen, ich brauche Geld, der Arbeitgeber. Stimmt, natürlich, es wäre irrational, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Aber im Endeffekt geht dies zum allmächtigen Gott zurück. Denn wenn der allmächtige Gott nicht will, nicht wollte, dass du etwas bekommst, dann würdest du auch nichts bekommen. Der Prophet Sallallahu sagt in einem Hadith, وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Und wenn sich die ganze Umma, die ganze Welt versammelt, sie kommen zusammen, um dir in irgendetwas zu nutzen, die werden dir nichts nutzen, außer was Allah für dich geschrieben hat, was Gott für dich geschrieben hat. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Und wenn sie zusammenkommen, um dir in irgendeiner Sache Schaden zuzufügen, sie werden dir nichts Schaden zufügen, außer was Allah für dich geschrieben hat. Das heißt, egal was ist, unsere Bedürfnisse gehen in allererster Linie zurück zu wem? Zum allmächtigen Gott, wenn wir etwas brauchen. Er ist derjenige, der alles versorgt. Jedes Atom, je Mikroorganismen, Bakterien, er versorgt sie alle zur selben Zeit. Alle haben das Bedürfnis nach seiner Gnade, aber er braucht uns absolut nicht. Absolut unabhängig von uns. Er sagt dann, er braucht keine Speise von uns. Wenn du ihm nicht dienst, das ist dein Problem. Das ist dein Fehler. Er hat dir das angeboten, gute Taten zu tun. Das ist alleine dein Nutzen, den du hast. Alhamdulillah. Allahu Samad. Dann noch sehr wichtig hier, ist zu sagen, Allah sagt hier, Kul hu Allahu ahad, sprich, er Allah ist einzig. Allahu Samad. Allah ist ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Warum sagt ihr nicht, Kul hu Allahu ahad, Samad? Oder Kul hu Allahu ahad, wa Samad? Sprich, er Allah ist einer und ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Er sagt nochmal, Allahu Samad. Nochmal. Woran liegt das? Was wird dadurch ausgedrückt? Hier wird betont, dadurch, dass der Name von Allah nochmal erwähnt wird, dass nur derjenige als Gott angesehen werden kann. Allah heißt ja im Prinzip der Gott, El-Ilah, derjenige, der anbetungswürdig ist. Ja? Nur derjenige kann als Gott bezeichnet werden, der diese Charakteristiken hat. Wenn wir zum Beispiel sagen, jemand ist erschaffen worden, oder jemand ist abhängig, der kann kein Gott sein. Wenn wir sagen, Gott hat ein Bedürfnis, wir müssen wissen, Gott, der allmächtige Gott, war gewesen, als noch nichts war. Es gab eine Zeit, muss man sich mal vorstellen jetzt, hört sich gut an. Es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Hä? Zeit, wo es keine Zeit gab? Allah, der allmächtige Gott, ist unabhängig von Raum und Zeit. Er war da, wo noch nichts da war. Ewig. Subhanallah, gepriesen sei Allah. So.
Und der zweite Vers, was man noch erwähnen muss, der zweite Vers ist ein Ergebnis des ersten Verses. Denn wenn Allah einzigartig ist, einzig ist, seine Attribute einzigartig sind, seine Charakteristiken einzigartig sind, seine Taten einzigartig sind, sein Wesen einzigartig ist, dann kann das nur sein, dass dieser Gott ewig unabhängig ist, von dem alles abhängig ist. Denn alles andere, was wir sehen, ist abhängig. Die Sonne ist erschaffen worden. Wissenschaft sagt, die wird irgendwann wird sie erlöschen. Die Erde ist erschaffen worden. Wissenschaft sagt, wird irgendwann alles kaputt gehen. Meer, Pflanzen, wir Menschen, wir sehen es im kurzen Moment, der eine wird 20, der andere 30, der andere 40, 50, 60, 70 Jahre, von mir aus 120 Jahre, aber dann kommt er in das Grab und dann ist es vorbei. Ende. Aber der allmächtige Gott, der wird niemals sterben. Der allmächtige Gott, der hat keinen Anfang. Der allmächtige Gott ist über unserer Vorstellungskraft. Das ist das Ergebnis von einzigartig, denn niemand ist so wie er. Alhamdulillah. Kul huwallahu ahad. Sprich, er Allah ist einzigartig. Dann kommt der dritte Vers. Dort sagt Allah, lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Lam yalid wa lam yulad. Man könnte auch sagen, um das verständlich zu machen, er hat keinen Nachwuchs und er hat keine Eltern. Weil alles, was wir sehen, oder das meiste, ich meine, es gibt natürlich Menschen, die beispielsweise keine Kinder bekommen können, vielleicht durch eine Krankheit, ja, je nachdem. Aber im Prinzip, wir alle sind entstanden auf diesem Weg und entwickeln uns auf diese Art und Weise weiter. Der allmächtige Gott ist einzigartig. Der fängt an mit, er hat keinen Nachwuchs. Warum wird hier gesagt, zuerst, er hat keinen Nachwuchs? Normalerweise, logischerweise müsste man sagen, dass man erst von den Eltern redet. Der hat keine Eltern oder ist nicht geboren worden und hat auch niemanden gezeugt. Ja? Das wäre nochmal logisch, weil man fängt ja immer erst mit dem Anfang an. Ja? Aber hier fängt Allah an, hier fängt der allmächtige Gott an zu sagen, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, aus einem ganz bestimmten Grund. Denn die meisten falschen Konzepte, zumindest aus muslimischer Sicht, nicht, dass jetzt sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, ja. Wir sehen, dass in vielen Systemen von Religionen es immer darum geht, dass Gott Söhne, Töchter hat. Beispielsweise in der römischen Religion, in der griechischen Religion, in den ägyptischen Religionen, in vielen Religionen. Damals die Mekkaner haben gesagt, die Kinder Gottes sind die Engel. Sie haben gesagt, die Kinder Gottes sind die Engel. Und wir finden auch in der Bibel, ich glaube, das ist Genesis 6, dort finden wir zum Beispiel, dass dort gesagt wird, wir sagen, dass die Bibel nicht die Originalbibel ist, so wie sie offenbart ist. In Genesis 6, das heißt das erste Buch Moses, dort, ich glaube, Genesis 6 müsste das sein, ansonsten, wenn es unbedingt jemand haben will, kann ich es gerne nachschlagen, steht, dass nachdem Gott den Menschen erschaffen hat, die Söhne Gottes, heruntergeguckt haben und sich verliebt haben in die Töchter der Menschen. In die Töchter der Menschen, ja. Und mit den Söhnen Gottes sind die Engel gemeint. Dann finden wir nachher im Neuen Testament, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 9 oder 8, finden wir, dass dort gesagt wird, deswegen soll die Frau mit Rücksicht ihrer Engel das Zeichen der Vollmacht auf ihrem Kopf tragen, das heißt einen Schleier tragen. Warum? Weil sich die Engel, Söhne Gottes, in die Töchter verliebt haben, deswegen sollen die etwas von ihrer Scham verdecken. Ja? Das nur kurz dazu. Das heißt, du findest immer wieder dieses Konzept, von Gott hat Söhne, Töchter und so weiter und so fort. Eine Sache, die vielleicht vielen Leuten gar nicht bekannt ist, ist, in Rom gab es den Glauben an einen Sonnengott. Dieser Sonnengott war laut dieser Philosophie oder diesem Glauben der Sohn von dem Obergott. Und dieser Sonnengott, der hat die Sonne um die Erde herum gezogen und als dann nachher das Christentum kam mit dem Glauben an den Sohn Gottes, außerdem möchte ich auf eine Sache aufmerksam machen, wir glauben ja, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war, das ist der feste Glaube, dass das, was der Koran sagt, sondern dass er ein Diener Gottes war. Und in der Bibel selber, im Neuen Testament, ich rede von den Zitaten von Jesus, nicht was andere gesagt haben,
habe ich noch nie gefunden. Man kann mir gerne das Gegenteil beweisen, kein Problem. Würden wir auch sagen, ist verfälscht, aber kein Problem. Habe ich nie gefunden, dass Jesus selber von sich spricht als Sohn Gottes, sondern dass er spricht vom Menschensohn. Er sagt Menschensohn, aber nicht Sohn Gottes. Ja? Aber auf jeden Fall, dieses System, dieses Glaubenssystem von Sohn Gottes, das konnte sich schnell in dieser Umgebung, griechisch angehauchten, römisch angehauchten Umgebung, konnte sich das schnell etablieren. Wo schon geglaubt wurde, dass Gott Söhne hat, dass Gott Töchter hat und so weiter. Und dann haben dann halt die Anhänger von Paulus im Endeffekt den Sonntag zu ihrem Festtag gemacht. Am Anfang war der Samstag, das ist der Sabbat bei den Juden, der Festtag der Urchristen. Aber die Römer hatten zur damaligen Zeit, wegen diesem sogenannten Sonnengott, hatten sie einen Tag zur Anbetung des Sonnengottes. Und das ist der Sonntag. Sonnentag. Deswegen im Englischen Sunday. Sunday heißt der Tag der Sonne. Daher kommt das, und das wurde im Endeffekt, um halt diese Religion zu modifizieren und an die Menschen anzupassen, wurde es halt so umgedreht. Sowas gibt es natürlich im Islam nicht. Im Islam ist alles von Gott offenbart. Wenn wir beten, beten wir so, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dies gezeigt hat. Und nicht, weil es vielleicht irgendjemandem gut gefällt, weil wir jetzt in Deutschland leben, fangen wir an so zu beten oder so zu beten, sondern wir beten so, wie die Propheten uns das gezeigt haben, Alhamdulillah. Weil die Form ist auch sehr wichtig. Wir sehen zum Beispiel in der Bibel auch genau dasselbe. Alle Propheten, Abraham, Moses, Harun, also Aaron, Jesus selber, Matthäus 26, Vers 39, haben alle gebetet mit dem Gesicht auf dem Boden. Ich habe einmal eine Diskussion gehabt mit einer Frau von Zeugen Jehovas auf der Straße. Und ich meinte sie, wie beten Sie denn zu Gott? Und sie meinte zu mir, ja, es kommt auf das Herz an. Stimmt, wir sagen als Muslime, das Herz ist erstmal das A und O. Wenn das Herz nicht stimmt, du kannst so viel beten, wie du willst, wird alles kaputt sein. Aber die Art und Weise spielt auch eine große Rolle. Weil Gott hat nicht umsonst Propheten gesandt, sondern auch um uns zu zeigen, wie wir ihm dienen sollen. Beispielsweise ist schon mal jemand zu McDonald's gegangen, hat da jemand mit der Burger King Mütze arbeiten gesehen? Nein. Das heißt, wenn Gott dein Gott ist, dann zeigt dir Gott auch, wie du ihm anbeten sollst. Und wir sehen alle Propheten im Alten Testament und im Neuen Testament entweder mit dem Gesicht auf den Boden beten oder, das kommt jetzt, dann meinte die Frau von Zeugen Jehovas zu mir, ja, okay, das ist nicht so wichtig, aber es gibt ja noch einen anderen Propheten, Jeremia, der hat so gebetet. Ich sagte, Alhamdulillah, so beten wir auch. Bei uns gibt es, wir können allerdings auch so beten und so beten, es gibt halt diese Zwiesprachen mit Gott, da braucht man auch gar nicht die Hände unbedingt zu heben, aber es gibt zwei typische Positionen bei den Muslimen, die sind so und mit dem, so, dass man so Gott anbetet und mit dem Gesicht auf dem Boden. Zwei ganz typische Positionen. Neben anderen, Alhamdulillah, was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit ganz kurz auf eine Sache aufmerksam machen, die vielleicht vielen Leuten nicht bekannt ist. Wir als Muslime, und das sollte man als Nicht-Muslim ganz deutlich wissen, wir sagen nicht, dass der Islam eine neue Religion ist, die vor 1400 Jahren von dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gebracht wurde. Sondern wir sagen, dass der Islam die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten ist. In ihrer vollendeten Form. Das heißt, die Urreligion, alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft und sagten eins. Sie bezeugten diesen Tauhid, diesen Ein-Gott-Glaube, der gerade beschrieben wird durch diese Sure. Und wir glauben auch, dass überall auf der Welt Gesandte kamen. Nicht nur in einem Raum von Ägypten, Mesopotamien und so weiter. Sondern Allah sagt im Koran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yubudullah wa jtanibu tagut. Wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dass er den Menschen lehrt, diene dem einen allmächtigen Gott alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Dass die diene dem einen wahren Gott heißt, diene dem Schöpfer und vermeide die Anbetung der Schöpfung. Das nur kurz dazu, als kleiner, wir kommen zurück zu dem sogenannten Sonnengott, ja. Das heißt, hiermit, mit diesem Vers, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, werden alle Konzepte oder ein großer Teil von den Konzepten, was wir überall auf der Welt sehen, von Gott hat Söhne, Gott hat Töchter und so weiter, zunichte gemacht. Als erstes habe ich gesagt, wird genannt, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Aus welchem Grund? Nochmal zur Betonung, weil die meisten Konzepte daran glauben. Es gibt nur wenige Leute, wenige Konzepte, die glauben, Gott hat einen Vater.
oder eine Mutter. Nur wenig Konzept. Natürlich, wir hören im Christentum davon, dass Maria die Mutter Gottes ist, ja. Aber natürlich, wenn sich jeder richtig Gedanken darüber macht, dann wird er sich sagen, ja, warte mal, wenn Gott eine Mutter hat, dann ist Gott erschaffen und Gott kann nicht erschaffen sein, weil Gott ist einzigartig und ein Attribut von ihm ist, dass er ewig ist. Und damit ist nicht damit zu vereinbaren, dass man einen Anfang hat. Das nur kurz dazu. Dann fragt man sich natürlich als nächstes, und das ist etwas, womit der Scheitan kommt. Abu Huraira hat das auch berichtet in einem Hadith. Der Satan kommt zu einem und sagt, wer hat das Universum erschaffen, wer hat die Bäume erschaffen und so weiter. Jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was er genau gesagt hat. Auf jeden Fall verschiedene Bestandteile von der Schöpfung. Und dann kommt er als nächstes und sagt zu dir, ja, wer hat denn Allah erschaffen? Und viele von uns haben das wahrscheinlich schon gemerkt, weil der Satan kommt in diesem Sinne und versucht die Menschen durcheinander zu bringen und sagt, zum Beispiel auch zu den Kindern, da kommen die Kinder und sagen, ja, Papa, du hast mir gesagt, Gott hat den Menschen erschaffen, Gott hat das Universum erschaffen, die Sonne erschaffen. Wer hat denn Gott erschaffen? Kommt mit der Frage. Und viele von uns, die sagen, Auzubillahi Mink, ich suche Zufall bei Allah vor dir. Hey, was ist, sowas darf man nicht fragen. Und nein, der kann sowas fragen, weil die Antwort darauf ist sehr einfach. Die Antwort ist darauf ist sehr einfach. Wir haben beispielsweise jetzt diese Flyer verteilt, wo wir am Anfang schreiben, stellen Sie vor, Sie gehen durch die Wüste und würden da ein Haus finden, würden Sie denken, dass hier eine Explosion gewesen ist und es hat sich Stein auf Stein gesetzt, ja? Dann kam dann diese Frage, ja, wer ganz schlau, wer hat denn dann Gott erschaffen? Kein Problem, einfache Antwort. Die Schöpfung, das Universum, ist laut moderner Wissenschaft, hat einen Anfang. Und Gott sagt im Koran, Ahad, einzigartig, einzig, nichts ist ihm gleich. Das heißt, wenn alles einen Anfang hat, dann ist es Schöpfung. Alles, was einen Anfang hat, ist Schöpfung. Und Gott ist nicht die Schöpfung, Gott ist der Schöpfer. Das ist die Antwort darauf. Das heißt, du kannst keinen Vergleich machen zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Denn alles ist ins Leben gekommen. Du sagst ja, okay, wie ist das Kind ins Leben gekommen? Klein geworden, Embryo gewesen, größer geworden, Säugling geworden, im Bauch, dann auf die Welt gekommen. Warum? Und wird wieder vergehen. Aber Gott wird nicht vergehen, hat keinen Anfang und kein Ende. Einzigartig. Und dann wird das dann im nächsten Vers nochmal ganz deutlich gemacht. Der letzte Vers in dieser Sure. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Nochmal. Und nichts ist ihm gleich. Und niemand ist ihm ebenbürtig. Und niemand ist sein Partner. Warum? Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gesagt haben. Weil wer einzigartig ist oder einzig ist und wer ewig unabhängig von dem alles abhängig ist und wer nicht gezeugt wurde und nicht gezeugt hat, Gott hat erschaffen, nicht gezeugt, ja, nur damit man es nicht falsch versteht, dem ist nichts gleich. Das heißt, wenn du sagst, ja okay, diese Karte hier wurde nicht erschaffen, wir sagen nicht erschaffen, wir sagen hergestellt, ja, weil Erschaffung ist eine Tat von Gott. Diese Tat wurde hergestellt. Wer hat die hergestellt? Wer hat den Anfang? Ich kann die auch hier zerreißen. Ist die kaputt? Nicht einzigartig. Gott ist einzigartig. Nichts ist ihm gleich. Das ist die ganz einfache Antwort darauf. Jetzt müssen wir eine Sache gut wissen. Oder die möchte ich gerne uns allen in Erinnerung rufen. Beziehungsweise die es nicht wissen. Das ist ein islamischer Standpunkt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt, es gibt eine Sünde, die wird niemals vergeben werden. Das ist Schirk. Götterbeigesellung. Das ist beispielsweise, indem man sagt, ich werde gleich noch auf einige Punkte kommen, wir haben einen anderen Schöpfer, nicht Gott ist der Schöpfer, sondern die Natur ist der Schöpfer, beispielsweise. Oder jemand betet jemand anderen neben Allah an. Er sagt, okay, Gott ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, aber ich bete die Flasche an, weil die Flasche, die vermittelt mich zu Allah und dann bete ich die an. Oder ich schlachte für ein Grab, weil in dem Grab liegt ein guter Mensch, der bringt mich dann näher zu Allah. Oder der macht Fürsprache für mich, deswegen bete ich diesen Mann nur an, ist ja kein Problem. Ich glaube ja an Gott. Oder dass ich Gott mit seinen Namen und Eigenschaften, wie gesagt, vergleiche mit der Schöpfung. Oder sagen wir nicht vergleichen, sondern dass ich ihm beispielsweise Attribute der Schöpfung zuschreibe, im
im ultimativen Sinne. Das heißt zum Beispiel, eine negative Eigenschaft, Gott wird krank. Gott stirbt. Gott hat Schnupfen. Auzubillah. Das sind alles Dinge, die Schirk sind. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, Gott hat mit Jakob gerungen und hat verloren, das wäre im islamischen Sinn eine Sünde, wenn man mit der stirbt, die für Ewigkeit in die Hölle führt. Wird viele Leute erschrecken, aber wir sind ja hier nicht als Versicherungsvertreter hergekommen, sondern wir sind ja hergekommen, um Islam vorzustellen. Ja, nicht, dass Leute schockiert sind. Ja. So, in der Bibel beispielsweise in Genesis 32 lesen wir, Gott hat mit Jakob gerungen und verloren. Tut mir leid, soll sich keiner beleidigt vorkommen. Ich habe es nicht geschrieben. Ich mache nur darauf aufmerksam. Zum Beispiel, das ist bei uns Schirk. Und wir sehen, dass jede Art von Schirk, sei es Anbetung, sei es in dem Glauben, dass es einen anderen Schöpfer, Lenker, Herrscher des Universums gibt, oder sei es in den Namen und Eigenschaften, dass dies immer eine Verletzung gegen die Einzigkeit, die Einzigartigkeit Gottes ist. Und diese Sure, dieses Kapitel vom Koran, ist für uns das Maßstab, wer der allmächtige Gott ist. Wir messen jeden daran, wer ist der allmächtige Gott. Wir sehen zum Beispiel in Indien, wir kennen sicher diese Bhagwan-Gruppe, ja, die glauben an Oshu, Ratnish und so weiter. Ja. Sie glauben, oder eigentlich, Oshu selber hat gar nicht an eine göttliche Existenz geglaubt, aber viele von ihm schreiben ihm zu, er ist ohne Anfang, ohne Ende. Das heißt, ein Gott in dem Sinne. Und dann stellen wir ihn auf den Maßstab. Wir sagen als erstes, Kul hu Allahu ahad. Allah, der allmächtige Gott, ist einzigartig, einzig. Ich sage zu dem Oshu-Anhänger, guck dir dein Oshu, für mich, der hat Haare, der sieht so und so aus, der ist für mich nicht einzigartig. Dann wird er sagen, nein, nein, also der ist einzigartig, dieser Mensch. Und für die Diskussion lassen wir es gelten, wir sagen, okay, einzigartig, kein Problem. Wir gehen rüber zu Samad, ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Oshu selber hat in 21 Ländern der Welt kein Visa bekommen, Rückenschmerzen gehabt, Diabetes gehabt, Asthma gehabt. Und seine Anhänger wurden aus seinem Land, also wie gesagt, mit Visa-Verbot, er wurde eingesperrt, als er in Amerika gewesen ist. Samad fällt schon mal raus. Gott bekommt kein Visa in 21 Ländern, die er selber erschaffen hat. Nächstes Beispiel. Lem Yelid wa Lem Yulid. Doch, er ist erschaffen worden. Er ist geboren. 11.12., ich glaube 1930 oder 1931. Und im Januar 1990 gestorben und hat Kinder gehabt und hat Eltern gehabt. Zwei. Und zur Existenz gekommen, ein Anfang und ein Ende. Aber in seinem Tempel in Pune steht ohne Anfang, ohne Ende. Dann kommt der nächste Punkt, Walem Yakula Hukufuna hat. Und nichts ist ihm gleich. Wir sagen, er hatte lange Haare gehabt und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Maßstab zeigt uns ganz deutlich, er ist nicht Allah. Wir sehen, viele Leute lachen vielleicht, wenn ich dieses Beispiel bringe. Ich bringe dieses Beispiel nicht zum Lachen, sondern nur zum Nachdenken. Weil ich selber bin nicht am Lachen. Aber jetzt, ich habe zum Beispiel bei vielen vor, ich habe das schon mal öfters gebracht, dieses Beispiel. Und dann sehe ich, einige Christen sind am Lachen. Und dann komme ich zum nächsten Thema, komme ich zu Jesus. Laut Christentum, einzigartig, okay, wir nehmen das wieder an, Samad. Laut Christentum, Lukas Evangelium. Hat er Angst gehabt, gekreuzigt zu werden und so geschwitzt, dass Gott zwei Engel geschickt hat, die ihn motivieren, dass er die Angst verlieren soll. Laut diesem Evangelium ruft er Gott um Hilfe. Aufs Klo gegangen, gegessen und laut Christentum schon gestorben, beziehungsweise von seinen eigenen Feinden getötet worden und ruft einem Kreuz, laut Christentum, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das soll keine Beleidigung sein, nur es soll jeden zum Nachdenken bringen, weil ich denke, dass das berechtigte Gründe sind für mich, an diesem Konzept von Religion zu zweifeln. Denn das Konzept, das athanasianische Glaubensbekenntnis sagt, es gibt drei göttliche Personen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das heißt, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Alle drei sind nur ein Gott, gleich groß, gleich mächtig, gleich ewig.
Das heißt für mich, wenn ich sehe, dass Jesus selber gebetet hat, ist erstmal, wenn man das mit dem islamischen Glaubenskonzept mit dieser Sura vergleicht, total inakzeptabel für mich als Muslim. Und ich denke für jemanden, der glaubt, der daran glaubt, dass Gott den Menschen auch eine Religion offenbart hat, die logisch nachzuvollziehen ist, ob es das Konzept richtig oder falsch ist, dass er sicherlich sagen kann, dass eventuell hier etwas nicht stimmt. Und ich weiß, dass viele Christen heute oder viele, die sich diesen Glauben zuschreiben, mit diesem Konzept ein großes Problem haben. Dann gehen wir weiter im Text. Wir nehmen den Katholizismus. Wir sehen im Katholizismus, sehen wir beispielsweise, dass jahrhundertelang ein bestimmter Heiliger angebetet worden ist. Der heilige Christopher. Das ist der Patron für die Reisenden. Das heißt, wenn man auf die Reise geht, betet man zum heiligen Christopher, dass der heilige Christopher einen beschützt. Wir sagen, wer kann dir helfen? Nur Gott kann dir helfen. Dann, vor einigen Jahrzehnten wurde herausgefunden, ja, das ist eine Fiktion, das ist gar kein, den gab es gar nicht, den heiligen Christopher, ist kein Heiliger, er wurde von der Kirche wieder zurückgenommen. Aber jahrhundertelang wurde er angebetet. Ist das ein korrektes Konzept? Ist das das, was Gott laut Bibel offenbart hat? Exodus 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt, ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Ihr sollt euch keine Götter neben mir nehmen. Ihr sollt euch kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Ihr sollt sie nicht dienen und sollt sie nicht anbeten. Ihr sollt euch mir voll ergeben. Was heißt sich Gott voll ergeben? Auf Arabisch? Islam. Das ist die Religion von allen Propheten. Alle Propheten haben sich Gott hingegeben. Dann, das ist der heilige Christopher. Da der heilige Christopher kein Heiliger mehr ist von den Christen, Alhamdulillah, der ist rausgenommen von der Kirche, kann ich mir einen Witz erlauben, okay? Alhamdulillah. Weil ansonsten würde ich nicht die Gefühle von den Christen verletzen wollen, dann würde ich mir das nicht erlauben, aber da rede ich immer nur sachlich, aber da der heilige Christopher ja kein Heiliger mehr ist, Alhamdulillah, der ist abgeschafft worden, kann ich mir einen Witz erlauben, ja? Ich bin damals aus Saudi-Arabien vom Studium gekommen und mein Vater, der hat damals einen Wagen gerade neu gekauft oder geliehen. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr genau. Ich habe meine Eltern ein Jahr nicht gesehen, habe ich mich natürlich gefreut, Mann, die sind so alt geworden in dem Jahr. Wobei nicht, dass meine Mutter das nachher sieht. Und dann sind wir gefahren und ist das Auto unterwegs kaputt gegangen. Unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Und subhanallah, da kam dann nachher die alte Besitzerin von dem Wagen, die kam dann zu uns, mein Vater kannte die auch persönlich, und hat gesagt, ja, wie, der Wagen ist kaputt gegangen und hin und her. Ja, wir waren auf der, mein Vater, der hat einen sehr starken kölschen Dialekt, ja. Ja, keine Ahnung, ne, der Wagen ist kaputt hier. Da sagt sie, ja, wo ist denn der heilige Christopher? Weil die hatte vorne an dem Spiegel den heiligen Christopher gehabt. Ja klar, dann ist der Wagen kaputt gegangen, weil der heilige Christopher war nicht in dem Wagen gewesen. Da hat mein Vater gesagt, ja, der heilige Christopher, der liegt in der Garage, den habe ich da drin geklatscht. Der konnte sich selber nicht helfen. Wie gesagt, heiliger Christopher ist kein Heiliger mehr, deswegen konnte ich mir den Witz erlauben. Alhamdulillah. So, es gibt ja verschiedene Konzepte von der Erschaffung der Welt. Das eine Konzept ist beispielsweise der Atheisten, die sagen, oder mittlerweile sagen sie es nicht mehr, weil die Wissenschaft hat das schon widerrufen, aber vor 50, 60 Jahren wurde noch gesagt, das Universum war ewig. Mittlerweile hat man festgestellt, nein, das Universum ist entstanden. Aber sie sagen, das Universum war ewig gewesen, ja, ist aus sich selbst entstanden. Und sie sagen, Mutter Natur ist unser Gott. Ja, Atheist, ich brauche nichts. Gott hat mir keinen Sinn gegeben, gibt keinen Verstand. Wir haben zwar einen Verstand, aber das, was diesen Verstand erschaffen hat, hat keinen Verstand. Gibt es keine Weisheit dahinter. Dass das natürlich unlogisch ist, ist wahrscheinlich für jeden ohne weiteres verständlich. Nächstes Konzept ist, dass jemand sagt, und das ist, was die sagen, was auch mit Pantheismus zu vergleichen ist, Gott hat ein Stück von sich selber sozusagen auf die Erde gesetzt. Ja, der Rohstoff war Gott selber. Nur wir sagen, und das ist wieder die Einzigkeit Gottes, dass, und das ist das, was die Menschen nicht verstehen können, dass Gott aus dem Nichts erschaffen hat. Warum kommen sie damit nicht klar? Weil, beispielsweise, wenn ich dieses Pult erschaffen will, dann brauche ich ein bestimmtes Metall
oder dieses Mikrofon, ich brauche ein bestimmtes Metall, für dieses Heft brauche ich bestimmtes Papier, ich brauche einen Rohstoff. Dann sagen sie, der Rohstoff ist Gott selber. Gott hat einen Teil von sich selber genommen, weil sie nicht verstehen können, dass Gott aus dem Nichts erschafft. Das heißt, wir brauchen, um diese Flasche herzustellen, nicht erschaffen, brauchen wir Glas, müssen Glas blasen und so weiter. Aber Gott erschafft aus dem Nichts. Oder er erschafft einen Rohstoff aus dem Nichts und aus diesem Rohstoff erschafft er die Schöpfung. Das alles dazu. Dann das nächste Konzept, was wir bei vielen Leuten auch finden, die sich Muslime nennen, ist zum Beispiel, dass sie sagen, ja stimmt, wir müssen Gott alleine anbeten, aber Gott ist zu groß. Du kannst auch nicht zum Minister gehen, zum Präsidenten. Du musst erstmal anklopfen. Du musst erstmal zum Sekretär. Dann gehst du einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Deswegen, wir gehen nicht direkt zu Gott. Wir gehen erstmal zu einem bestimmten Heiligen, weil der hat eine hohe Position bei Gott. Und dann beten wir den an und das ist alles verkehrt. Denn der Sinn der ganzen Sache, wir haben jetzt so viel theoretisch geredet und geredet von Alhamdulillah, wie einzigartig Gott ist, Alhamdulillah, über unsere Vorstellungskraft. Aber das, der Nutzen, den wir hiervon haben müssen, ist, dass wir eine Sache verstehen. Für uns alle, jeder Einzelne, der hier sitzt, für dich persönlich, dass du das verstehst. Allah sagt im Koran, وَإِذَا سَعَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي كَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي إِذَا دَعَانَ. Wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich höre das Bittgebet des mich Anbetenden, wenn er mich anbetet. Subhanallah, das ist etwas ganz Wichtiges, der Nutzen, den du hast. Wenn du jetzt weißt, dass Gott derjenige ist, der dir, der allmächtige Gott ist, der dir alle deine Wünsche erfüllen kann, dann musst du wissen, dass du mit Gott wieder zusammenkommen kannst. Adam und Eva waren im Paradies gewesen, dass du in seine Gegenwart kommen kannst. Aber wie? Ganz einfach. Ganz einfacher Weg. Der Prophet sallam ist mit Mu'adh ibn Jabal, einem Gefährten, auf einem Esel. Er war hinter ihm. Und er sagt zu ihm, أَتَذْرِ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلْ إِبَادِ وَمَا حَقُّ الْإِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Weißt du, was das Recht der Diener gegenüber Allah ist und was das Recht der Diener gegenüber was das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist und das Recht der Diener gegenüber Allah? Dann sagt er, Allah und sein Gesandter wissen das am besten. Dann sagt er, حَقُّ اللَّهِ عَلْ إِبَادِ أَيَعْبُدُهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihn alleine anbeten und niemand neben ihm anbeten. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass wenn sie dies tun, dass Allah sie nicht bestraft. Alhamdulillah, du brauchst nur ihn alleine anzubeten. Frage dich, wer kann dir helfen? Ganz ehrlich, du bist in der Dunkelheit. Dein Vater ist im Sterben am Liegen. Du hast einen Autounfall. Du bist umzingelt. Wer kann dir helfen? Maria? Die sogenannte Mutter Gottes oder der allmächtige Gott selber, der sie erschaffen hat? Wer kann dir helfen? Buddha ist selber gestorben oder der allmächtige Gott. Wer kann dir helfen? Jesus oder der allmächtige Gott? Jesus selber hat zum allmächtigen Gott gebetet. Wir müssen uns ihn als Vorbild nehmen. Er war ein Diener des allmächtigen Gottes und deswegen müssen wir Diener des allmächtigen Gottes sein. Und das ist alles. Und wer dies tut, wer an diesem Seil festhält, das heißt, dass du Allah alleine dienst, der hat die festeste Handhabe ergriffen. La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Katabayna rushtum ilghai. Das Richtige, die Rechtleitung ist schon von dem Sinnlosen unterschieden worden. Famei yakfur bi taghuti. Und wer den Glauben an die falschen Götter verwirft, wer die Schöpfung nicht anbetet, wa yu'minu billah, und Allah allein an Allah glaubt, ihn alleine dient, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَالًا فِي صَمَلًا. Der hat die festeste Handhabe ergriffen, das Seil zu Allah, an dem es kein Reißen gibt. وَاللَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمُ. Und Allah ist allhörend, allwissend. Deswegen biete ihn alleine an. Und für denjenigen, der nicht überzeugt ist von dieser Sache, ich sage ganz ehrlich, wir sind hier hingekommen, wallahi, weil wir für die Menschen das Beste wollen. Wir sind uns 1.000.000% überzeugt, dass dies der Weg zum Paradies ist. Und ich will, dass jeder, der hier sitzt, ins Paradies kommt. Allahumma inna nas'aluka firdaus al-a'la. Oh Allah, wir bitten dich um das höchste Paradies, um das Paradies und Firdaus bitten wir dich.
Deswegen soll sich jeder Gedanken machen. Es soll sich jeder Gedanken machen, ist Jesus mein Gott? Ich denke nicht, dass jemand ein Problem hat mit diesem Konzept, was wir gerade vorgestellt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Problem damit hat. Warum? Weil dein Herz weiß, dass dies wahr ist. Weil dein Herz weiß, dass dieser Gott der allmächtige Gott ist. Und dass er der Einzige ist, der angebetet werden darf. Deswegen mach das. Nimm Islam an. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Du musst keine 500 Euro Eintrittsgebühr bezahlen. Du musst keine 50 Euro monatlich Beitrag bezahlen. Kein Problem. Brauchst du nicht. Also muss gar keiner. Brauchst du nicht. Nein, es ist ganz einfach. Ich bezeuge, es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, Mohammed, der diese Botschaft überbracht hat, ist der Gesandte des Allmächtigen Gottes. Das ist alles. Und alle Sünden werden verziehen. Die Großen, die Kleinen, die Schwarzen, die Weißen. Manche Leute reden von schwarzen, weißen Sünden. Ich sage das nur. Alle werden vergeben und es fängt ein neues Leben an. Wallahi. Wer den Geboten des Allmächtigen Gottes folgt. Man sieht immer im Fernsehen die Frauen in Afghanistan, die Frauen dies, das, hin und her. Frag hier die muslimischen Frauen, die Islam praktizieren. Frag die muslimische Frau, die zum Islam gekommen ist. Frag meine Frau, wie fühlt sich die islamische Frau? Nicht Alice Schwarzer, die ist keine islamische Frau. Nicht Angela Merkel, das ist keine islamische Frau. Frag die Frauen und schau nicht im Fernsehen. Mach dir keinen Horrorfilm hier. Ein Bild von dort, der Regisseur Steven Spielberg. Nein, schau dir das an und glaub es mir, Wallahi. Wallahi, bei Allah, wer dieser Botschaft folgt, der hat zwei Nutzen. Erster Nutzen, glücklich sein im Diesseits. Warum? Das sage nicht ich, das sagt der allmächtige Gott. Und ich kann von tausenden Leuten bezeugen, tausende haben wir gesehen, die dies praktiziert haben. Und was sagen sie? Die waren vorher in der Disco gewesen, vorher King gewesen, cool gewesen, ey, yo. Und die sagen jetzt, Alhamdulillah, dass ich nicht mehr so bin. Alhamdulillah, wir kennen Leute, die waren Millionäre gewesen. Bei denen laufen jetzt die Mäuse mit der weißen Fahne im Kühlschrank rum. Und was sagen die? Nee, also so schlimm ist es auch nicht. Alhamdulillah. Was sagt dieser Napoleon, der früher mit Notorious B.I.G. rumgelaufen ist? Ja, früher, der hatte Geld gehabt. Die Frauen standen Schlange bei ihm zu Hause. Dickes Auto gehabt, Schmuck gehabt. Alles von dieser Welt gehabt. Und jeder würde sagen, boah. So würde ich auch gern sein. Was sagt er? Der hat Islam angenommen, er hat keine Villa mehr, hat keinen Swimmingpool mehr und er sagt, ich bin der glücklichste Mensch. Alhamdulillah, warum? Weil glücklich sein, das kommt nicht von, wie lange sind meine Haare oder wie schön sieht man aus oder wie viel Geld habe ich auf dem Konto oder wie viel PS hat mein Auto, sondern glücklich sein ist etwas, was von innen kommt. Sonst hätte sich der Porsche-Fahrer nicht selber umgebracht und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie du glücklich bist. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Wer Gutes tut, sei Mann oder Frau. Mann oder Frau. Weil manche sagen, nee, für die Frau gibt's nicht. Für die Frau gibt's das Beste im Paradies. Wa huwa mu'min und ist gläubig dabei. Falanuhyinu hayatan tayyiba. Dem werden wir ein gutes Leben geben. Und den werden wir nach den Besten vergelten, was sie getan haben. Und was wird danach kommen? Nach dieser Welt. Oder was kommt für denjenigen, der das nicht will? Schau dich um. In Deutschland, ein wohlhabendes Land, alle 47 Minuten ein Selbstmord. 5 Millionen Leute leiden an Depressionen. 3 Millionen Alkoholabhängige, von der Dunkelziffer wollen wir nicht reden. In USA 2170 Vergewaltigungen pro Tag. Was ist los? Habt ihr nicht das beste Level erreicht? Achi, wenn du der Botschaft nicht folgst, Allah sagt im Koran, فَمَنْ أَرَدَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Wer sich von meiner Rechtleitung abwandt, der wird ein scheußliches Leben bekommen. Und wir werden ihn am jüngsten Tag blind auferwecken. Und jetzt, Alhamdulillah, du fühlst dich gut. Und das Beste ist, am jüngsten Tag, wenn du dieser Botschaft folgst, Wallahi, was wird für dich kommen? Udkhuluha bisalam. Tret ihn ein in das Paradies, in Frieden. Dhalika yawmul khulud.
Das ist der Tag der Ewigkeit. Der Ewigkeit. Nicht ein Tag, nicht ein Jahr, nicht 80 Jahre. Ewigkeit. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Dort gibt es für sie, was sie wollen. Alles, was du dir wünschen wirst. Alle Wünsche. ولدينا مزيد. Und bei uns gibt es noch mehr. Und das Meer ist, dass du in der Gegenwart vom allmächtigen Gott bist. Das Meer, das Super Plus, die ewige Glückseligkeit. Und was sagt Allah noch? إِنِّي أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ لِقَلْبِ بَشَرٍ. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Deswegen möge Allah uns zu denjenigen machen, die dieser Botschaft folgen. Amen. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die am jüngsten Tag vor ihm stehen, mit strahlenden Gesichtern. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die das Paradies für alle Ewigkeit mit Freude, Liebe, Frieden betreten. Amen. Ich sage diese Worte, Akulu Kauli Hada, wastafiru li lakum wa li sair mu'minin, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant astafiru wa atubu ilayk.